So, Durchgang 2 in Augsburg. Zurück in der SGL Arena. Der Gastgeber führt 2:0. Kann sich eigentlich ausruhen und muss nur noch diese Führung runterspielen. Spannender ist das, was der erste FC Nürnberg jetzt macht. Es droht schon wieder die nächste kleinere Krise, nachdem es doch so befreit schien nach den beiden Siegen gegen Hoffenheim und Berlin. Aber vielleicht war das einfach nur ein Moment. In Augsburg zu verlieren ist nichts Schlimmes. Trotzdem ist es für Nürnberg ärgerlich, zumal diese positive Serie schon wieder reißt. Halil Altintop. Wenn er den besser nimmt, dann ist das brandgefährlich, zumal er so frei im Strafraum steht und die Nürnberger nichts dagegen unternehmen. Werner. Altintop. Gebhardt. So, Drimmitsch stand da jetzt im Abseits. Fahne bleibt unten, aber da waren sie dann zur Stelle. Pinola. Gebhardt. Mike Franz. Immer wieder neigt die Tendenz bei Nürnberg zu längeren Bällen. Halt den Top. Werner. Klasse durchgesetzt. Das können sie, sind robust. Sie haben ein hohes Durchsetzungsvermögen. Werner, klasse gesehen von Altintop. Werner, nein! Schäfer zur Stelle danach. Werner im Nachschuss nicht aufs Tor gekommen. War nicht abgefälscht. Aber war das klasse gehalten von Raphael Schäfer. Wir sehen es hier nochmal. Streckt das Bein raus. Und dann kann Werner den zweiten Schuss nicht aufs Tor bringen. Plattenhardt hat es nicht geschafft, den Ball wegzukehren. So. Wechsel bei Nürnberg, bei Augsburg. Bobadilla kommt für Akario Schmidek. Einer, der vor Weihnachten in Hamburg überzeugen konnte. Der Stürmer aus Argentinien. Bobadilla, Schäfer wieder da. Sie spielen manchmal schneller, als man das zur Kenntnis nehmen kann. Nilsson diesmal dann noch abgeräumt von Schäfer, aber er hat auch den Ball gehabt. Der Nürnberger Torwart, nicht immer ganz unumstritten, aber insgesamt doch ein relativ sicherer Rückhalt. Und er ist auch im Gegensatz zu vielen Keepern, zu vielen Tormännern im Abschießkampf relativ unangefochten. Während ja Braunschweig verletzungsbedingt wechseln musste. Da hat sich Daniel Davari durchgesetzt. Und in Bremen hat sich Raphael Wolf vor Mielitz durchgesetzt. Kiyotake. Halbe Stunde noch. Nürnberg rennt die Zeit zur Wende davon. Vollner. Und die brauchen sie innerhalb der nächsten Minuten, damit das hier nochmal was wird. Ansätze sind nicht zu erkennen momentan. Mike Franz. Drimmitsch. Anger. Franz. Anger. Längster Ballbesitz für Nürnberg. Raumgewinn im Verhältnis zur Zeit doch relativ dürftig. Und dann kommt der lange Ball, der nicht ankommt. Für Kiyotake und da ist Manninger zur Stelle. Chor. Hahn. Altintop, also Altintop, Werner und Hahn gefallen mir heute nicht zum ersten Mal beim FC Augsburg am besten. Dazu ein junger Chor, der wie aufgedreht wirkt. Bobadilla versucht zu finden. Milik, der nicht ganz so stark sich in der ersten Halbzeit zeigen konnte. Aber die Mittelfeldspieler beim FC Augsburg, die sind nicht von schlechten Eltern. Und dann ist da ja noch der Verteidiger, der das Tor gemacht hat, Matthias Ostscholek. Etwas zu früh gestartet. Raúl Bobadilla.
Und hier haben wir den Neuzugang aus dem Winter zusammen mit Ragnar Klavan, der schon länger beim FC Augsburg ist. Der estnische Innenverteidiger. Kurgit, Vogt kommt, der tendenzielle Stammspieler. Vogt, der länger bei FC Augsburg ist, heute reinkommt für den Neuzugang. Und Nürnberg hat zum ersten Mal gewechselt mit Mack für Luschek. Hoffen, dass Mack das Spiel neu beleben kann. Ja, aber so geht das natürlich nicht. Missverständnis. Vollner und Anger. Bobadilla. Das war mal ein langer Ball, der auch ankommt. Nicht blind gespielt, nicht blind nach vorne gedroschen, sondern gezielt auf Bobadilla. Schäfer wieder da. Kann sich jetzt hier zum Ende der Spielzeit doch nochmal des Öfteren präsentieren. War gut da beim Schuss. Versuch von Werner. Der wird schon wieder angespielt. Werner gegen Anger. Dieses Duell hat Werner nahezu immer gewonnen. Schuss abgefälscht von Anger. Gibt Eckstoß für Augsburg. Wechsel. Kiyota geht. Und jetzt kommt einer, der bei Nürnberg zum Winter kam. Vorher schauen wir auf die Ecke. Nicht schlecht, aber folgenlos. José Campagna mit der ersten Minute in der Bundesliga. Das war ein großer Wechsel, den Nürnberg da getan hat. Mit Campagna. Der von Crystal Palace kommt, einem Club in London. Der Premier League. Altintop im Strafraum. Das ist Kevin Vogt. Eingewechselt für Chor. Wir erinnern uns. Bobadilla. Links aus Czodek. So, und das war jetzt tatsächlich mal gut gemacht von Anger. 10 Minuten noch. Und Nürnberg braucht jetzt schon ein Wunder. Haben das Hinspiel verloren. Es ist erst der zweite Sieg des FC Augsburg gegen den FC Nürnberg. Bislang gab es einen Augsburger Sieg, das war in der Hinrunde. Davor 2 Nürnberger Siege und 2 Unentschieden zwischen Augsburg und dem Club. Jetzt also eine komplett ausgeglichene Bilanz, wenn es hierbei bleibt. 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen aus Augsburger Sicht. Mark hat was dagegen. Kam ins Spiel für Luschek. Sich jetzt zum ersten Mal zeigen können. Und hier haben wir André Hahn. Für mich einer der stärksten Spieler der vergangenen Spieltage. Hat auf der rechten Seite beim FC Augsburg sich so oft zeigen können. So viele tolle Akzente setzen können. Eswein kommt. Das ist nahezu schon eine kleine Provokation. Eswein, der aus Nürnberg kam zum FC Augsburg. Auch Nürnberg hat gewechselt. Ich meine, Peckert kam für Mike Franz. Und jetzt wird also auch nochmal ein bisschen gespielt mit der Einwechslung Alexander Eswans für die letzten 5 Minuten. Kevin Vogt. Ah ja. Vogt, wunderbar angespielt. Und ist das herrlich, Vogt, der davor noch am Spielaufbau beteiligt war, ist nur Sekunden später schon an der Strafraumgrenze und kann diesen langen Ball abfangen. Wenn er den aufs Tor bringt, dann ist das ein nicht artistisches, nicht die ganz große Fußballkunst, aber schon ein sehr starkes Tor, wenn man dann mal den Laufweg von Vogt betrachtet. Also Augsburg überzeugt, jetzt auch gegen den Club am letzten Wochenende, solide gegen Stuttgart, vor 2 Wochen hier zu Hause, solide gegen Bremen. Ich denke, dass Augsburg es schaffen könnte, wenn sie diese Leistung durchhalten, wenn sie das in etwa beibehalten. Es kommen ja auch noch wieder schwerere Aufgaben, aber auch das Unentschieden in Dortmund ist respektabel. Wenn sie das Leistungspensum halten, dann ist das eine sehr vernünftige Endplatzierung, die dabei rausspringen wird für den FC Augsburg. Klassenerhalt dürfte jetzt schon gesichert sein. Campagna und jetzt nochmal Peckert, zweimal abgeblockt. Zweimal von eingewechselten Spielern von Campagna und Peckert.
Mark. Pinola. Es sind nur noch Sekunden. Jetzt ist er vollbracht. Der 10. Saisonsieg des FC Augsburg. Das sind 34 Punkte und damit ist man in manchen Spielzeiten seit Einführung der 3-Punkte-Regel schon sicher gewesen. Zweimal ein relativ frühes Tor, also Hahn in der 7. und Ostrzalek in der 23. Zweimal über eine recht gute rausgespielte Situation. Zweimal toll verwandelt. In der zweiten Halbzeit hätten sie des Öfteren noch erhöhen können. Das Spiel war früh entschieden. Nürnberg hat es in der ersten Halbzeit schon nicht geschafft, große Torgefahr aufzubauen. Die Einwechslungen mit Peckert, Mack und Campagna haben sich nicht am Ende bezahlt gemacht. So gewinnt der Augsburg, der FC Augsburg, sein 10. Spiel dieser Saison. Jetzt mit 3 Siegen in Folge. Zählen damit eindeutig zu den Gewinnern der Rückrunde. 10 Punkte, noch keine Niederlage seit dem 18. Spieltag. Gratulation, Markus Weinziel ist auf einem guten Kurs, den FC Augsburg in ganz neue Gewässer zu bringen. Der Tabellenplatz, den sie im Moment haben, in der oberen Tabellenhälfte, ist absolut gerechtfertigt. Das haben wir heute gesehen, auch wenn der Club momentan auf einem abstiegsbedrohten Ast ist. Es war ein hervorragendes Spiel des FC Augsburg. Schnörkellos, das sind wir gewohnt vom FC Augsburg, aber mit tollen Akzenten. Gerade das 2-0 war wunderbar rausgespielt. Nürnberg hatte hier keine Chance zuzuschlagen und wir verabschieden uns jetzt von diesem Sonntagsspiel und wünschen dann ein schönes Restwochenende. Heute oder jetzt gerade läuft ja das Spiel, die Vorbereitung zum Spiel Hertha gegen Wolfsburg und wir sagen Tschüss aus der SGL Arena. Glückwunsch an Augsburg und Nürnberg wird sich einen neuen Plan überlegen müssen, wird am nächsten Wochenende dann schauen müssen, was zu Hause geht gegen Eintracht Braunschweig. Das sind wichtige Wochen, gerade für Nürnberg, aber auch für Braunschweig und auch für den HSV. Das sind im Moment vielleicht die am bedrohtesten sind. Bei Nürnberg lief es schon zu Beginn der Rückrunde. Das haben sie nicht halten können. Vielleicht das 0-2 gegen die Bayern etwas prägend. Vielleicht heute aber auch der FC Augsburg einfach zu stark. Tschüss aus Augsburg. Und dann bis zum nächsten Wochenende. Unter der Woche ja Champions League, unter anderem mit Leverkusen gegen Paris. Bis dann.